Hallo zusammen und herzlich willkommen mit ein bisschen Verspätung hier aus Rapperswil. Es tut mir sehr leid, wir haben ein bisschen Mühe gehabt mit der ganzen Infrastruktur hier in Rapperswil. Wie ihr seht, wir spielen auf dem Kunststraße und nicht im Stadion. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Also, ihr habt hier den Live-Chat, redet mit uns. Wir gehen direkt in den Match ein. Sorry, das war jetzt gerade ein bisschen aufwendig, hier überhaupt den Start zu machen für euch. Auf jeden Fall, ihr seht es. Ja, nehme ich an. Und gehört ihr auch alles? Ist gut. Ja, Luzern probiert schon Druck zu machen, hatte schon einen Neckball, den habt ihr, glaube ich, knapp noch gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr alles mitbekommen habt. Ihr müsst jetzt einfach meine Augen und Ohren sein und mir sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Hier im Kunstrasen in Rapperswil, alles ein bisschen schwieriger als sonst. Guter Druck von Anja Furger. Ja, was habe ich bisher gesehen? Ich habe gesehen, dass Svenja Völmli jetzt im Strafraum ist. Völmli zieht in die Mitte und kann dann den Ball nicht erhalten. Jackson muss sich drehen. Spielt zurück, aber in die Füße von Trajkovska. Und es geht in die andere Richtung. Hier mit Spieser. Spieser spielt nach links zu Kehl. Kehl bringt den Ball in den Strafraum, aber kein Problem für Lea van Wezenbeek. Puh! Zum Glück habe ich letzte Woche schon Rapperswil kommentiert und so ein gutes Gedächtnis. Sonst wüsste ich nicht, wer spielt bei Rapperswil. Huh? Das ist euer Glück, dass ich hier bin. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Sagt allen Freunden, all euren Freunden, sie sollen jetzt zuschalten. Wir wollen den Zuschauerrekord von Aarau brechen. Es kann doch nicht sein, dass die Red Boots den Zuschauerrekord haben. Also hier, wir probieren alles mit Julia Hölci. Hölci findet Svenja Völmli. Völmli macht das clever, dreht sich weg. Völmli verliert. Nein, gibt den Ball ab an Furger. Furger weiß nicht, was machen. Biens war das. Und Furger hätte jetzt zum Ball kommen sollen. Sehr viel Druck von Luzern. Die wollen das Spiel schnell entscheiden und nach Hause gehen. Furger sucht und findet die Mitspielerin. Biens lanciert. Ah, Völmli, die jetzt wenig Nachdruck macht, und Fiona Flühler, die gegen ihr ehemaliges Team spielt. Ja, Flühler hat gefehlt gegen Yverdon, hat sehr, sehr gefehlt. Scherer im Tor von Rapperswil sah nicht über alle Zweifel erhaben aus. Mal schauen, ob die Stammtorhüterin heute gegen Luzern das besser macht. Versuchen wir mal, die Teams zu konstruieren für euch. Im Tor, wenn ich das richtig sehe, Lea van Wezenbeek. Oder ist das Lourdes Romero? Ich glaube, es ist Lourdes Romero. So, Foul, das gibt uns Zeit zu überlegen. Also, Romero im Tor von Luzern. Dann haben wir Schnieder als rechte Außenverteidigerin, Chantal Ruf und Flavia von Kennel und Sarah Klotz. Dann das Mittelfeld mit Sabina Jackson, Alena Biens und Danja Furger. Eine Überraschung. Und der Sturm mit Julia Hölci, Svenja Völmli und Irina Pando. Luxussturm bei Luzern. Spieser, sehr, sehr gut, wie in ihren Futsal-Tagen. Spieser lanciert Trajkovska. Gut zusammengespielt mit Cavelti, aber Cavelti bleibt hängen an einer gut zurückgeeilten Sabina Jackson. So. Also Luzern in ihrem 4-3-3 mit Romero, dann die Abwehr, wie wir sie kennen, mit Schnieder anstelle von Wieser, die ja noch verletzt ist. Dann Ruf und von Kennel, Klotz, Mittelfeld mit Jackson und Romero, wichtig! Am zweiten Pfosten kann sie den Kopfball von Gerster abwehren. Janine Gerster, glaube ich. Gerster, die schon getroffen hat gegen Yverdon.
Und Spießer. Spießer im Nachfassen. Spießer bleibt im Ballbesitz. Aber dann Jackson. Souverän. Aber da lässt sie dann den Ball nicht mehr durch. So. Gute Chance für Yverdon, für Rapperswil. Also Luzern mit Romero, Schnieder, Ruf von Kennel, Klotz, Jackson, Bienz, Furger, Hölci, Förmli und Pando, Irina Pando. Irina Pando, die eine top erste Hälfte der Saison absolviert hat, in der zweiten Hälfte noch ein bisschen in Fahrt kommen muss, keine weiteren Tore erzielt. Und wie spielt Rapperswil? Mal schauen, was ich mir gemerkt habe von letzter Woche. Rapperswil, wie es aussieht, auch im 4-3-3. Wir haben Flühler im Tor, dann Laich, Gerster, Rocher und Sana. In der Mitte ist Klucker mit Spieser und Trajkowska. Und dann haben wir Kehl, Cavelti und Magdalena Kaufmann. So, also eine Änderung verglichen mit dem Spiel gegen Yverdon. Sana mit Gerster. Aber gut, gut im Ballbesitz geblieben. Gut, Spießer, kommt zurück, holt sich den Ball. Kehl, Kehl bricht in den Strafraum, aber gut gesehen. Da, von der Luzernerin. Wehrt ab. War das Chantal Ruf? Ja, meine Augen nicht mehr die besten. Eckball, schon der zweite für Rapperswil. Cavelti lauert, Pando passt auf sie auf. Der Ball kommt an den zweiten Pfosten und jetzt der Nachschuss und fast das Tor. Cavelti, gerade noch konnte eine Luzernerin da den Fuß dazwischen bekommen. Und nochmal und jetzt von Kennel. Erst weg, aber nur bis Sana. Was macht Corinna Sana? Sana sucht sich Kehl. Kehl zu Klucker. Klucker spielt mit einer weiteren Mitspielerin. Und der Ball, der kommt von der Grundlinie in die Hände von Lourdes Romero. Ja, hallo Freunde, hallo Jens. Wie gesagt, ich brauche eure Augen hier in diesem Setup, um mir zu sagen, wenn die Uhr stehen bleibt, wenn das Bild weg ist, wenn der Ton weg ist, wenn ihr das nicht macht im Chat, kann ich nicht für alles garantieren. Das wegen der Ad-Hoc-Produktion hier im Kunstrasen in Rapperswil. Laich. Flavia Laich. Aber Irina Pando stört sie gerade genug. So. Übrigens, hohe Prominenz an diesem Spiel. Ich bin hier. Das ist schon immer sehr, sehr wichtig für ein Team. Aber nein, auch Nils Nielsen schaut sich sein Team an. Schaut sich diese Frau hier an, Svenja Förmli, Nationalspielerin der Schweiz. Und ihr Captain, Irina Pando, auch sie, Nationalspielerin der Schweiz. Er kann sich auch Romana Trajkovska anschauen, Nationalspielerin von Mazedonien. Aber warum er das tun würde, weiß ich nicht. Gerster, Gerster und Förmli macht das gut. Förmli haut Gerster von den Socken. Aber dann bleibt Luzern nur über Umwegen im Ballbesitz. Förmli. Zu Schnieder. Ja, das Gute an meiner Position hier ist, ich überlebe vielleicht die Pause nicht, weil ich die Leute sauer mache. Aber ihr hört über mein Mikrofon, was Glenn und Röbi zu sagen haben in ihren Teams. Ist auch ein super, super Erlebnis für euch. Ja, warum spielen wir hier in Rapperswil auf dem Kunstrasen ad hoc? Ja, Rappi denkt wahrscheinlich, dass sie einen Vorteil haben gegenüber Luzern. Was sie aber nicht wissen, ist, die Luzerner Stadt ist extrem knauserig und Glenn muss sowieso oft auf Kunstrasen trainieren. Das heißt, sein Team kommt damit zurecht. Gerster.
So, der Zuschauer-Count geht ja auch langsam nach oben, so ist das richtig. Sagt euren Freunden, sie sollen zuschauen. Ich meine, was wollt ihr alternativ nichts sehen? Unsere Freunde vom Frauenteam Thun Berner Oberland werden dann gleich auch anspielen, da in Lausanne gegen Concordia Lausanne. Zeitgleich spielt Yverdon gegen Lugano. Warum sind wir nicht in Yverdon, fragen sich viele. Ja, natürlich, weil mir der Trainer im Interview von Yverdon zugesichert hat, dass er die Mannschaft rotieren will. Er will das Spiel nicht unbedingt gewinnen. Und ich muss mir keine Spiele anschauen, die ein Team nicht gewinnen will. Das macht meistens keine Freude. Fiona Flühler. Oh, Pando geht dazwischen. Was macht Irina Pando? Pando hat den Ball und etwas Platz. Fünf Mitspielerinnen sind nachgerückt, aber der Ball etwas ungenau. Einfach für Rocher, den wegzuhauen. Dann tun sich aber ihre Mannschaftskolleginnen etwas schwieriger mit dem zweiten Ball. Einwurfmöglichkeit für Sarah Klotz. Sarah Klotz, die klammheimlich sich zu einer Leistungsträgerin von Luzern gemausert hat. Sie, die ja von Basel gekommen ist. Und Kaufmann. Kaufmann hat das Spiel vor sich. Spiel zu Cavelti. Sina Cavelti. 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 Verfolgt von Von Kennel. Cavelti läuft durch und Von Kennel klärt zur Ecke. Ja, und Flavia Von Kennel, da müssen wir gar nichts mehr sagen. In dieser Rückrunde sicherlich eine der besten Innenverteidigerinnen der Liga. Schon wieder Eckball für Rapperswil. Klucker steht da für einen kurz ausgeführten, aber Kehl spielt lang an den zweiten Pfosten und Romero lässt den Ball durch die Finger gehen. Uiuiui, Glück für die junge spanisch-schweizer-deutsche Dreifachbürgerin. Das wäre schwierig geworden, hätte sie den etwas früher fallen gelassen. Der lange Ball für Pando. Pando stand nicht im Abseits. Pando gegen Flühler und Tor! Ja, das kann sie gut, Irina Pando. Ihr 14. Saisontor. Ja, schießt dich in Freude, Irina, aber gegen Tschechien will ich dann auch Tore sehen. Das aber nur, wenn Nils Nielsen sich entscheidet, mit Pando zu spielen. 1:0 für Luzern. Irina Pando. Pando macht das, was sie die letzten paar Wochen in der Meisterschaft verpasst hat, und zwar Tore schießen. Irina Pando hat die Polyvalenz, die Nils Nielsen denkt, Svenja Völmer hätte, was wir aber gesehen haben, dass es nicht stimmt gegen Frankreich. Irina Pando kann über dem Flügel spielen, ist aber natürlich besser im Zentrum. Pando über den Flügel nicht ganz so gut wie im Zentrum, das hat man wieder gesehen. Wenn sie mal im Zentrum auftaucht auf solche Bälle, ist sie dann eiskalt. Und der Ball draußen, aber gut gedacht. Sina Cavelti muss immer wieder auf die Flügel ausweichen, da versuchen, die Bälle zu kanalisieren. Cavelti in der Liga, ja, Topscorerin, aber hat einen Penalty verpasst gegen Yverdon. Und das ist Hölci. Da kommt der Ball für Furger, Anja Furger. Furger hält den Ball, Furger. Ob der wirklich ganz draußen war, weiß ich nicht. Rapperswil freut sich natürlich. Leich mit Kaufmann. Ja, der Druck von hinten von Hölci hat Kaufmann gestört. Aber es war jetzt nicht wirklich so eine schwingende Aktion. Also da muss Kaufmann auch ein bisschen auf den Beinen bleiben. Ruf.
Ruh findet Völmli, aber die kann den Ball nicht kontrollieren. Und es geht in die andere Richtung. Cavelti gegen Ruf. Sehr, sehr gut von Cavelti. Sehr, sehr stark von Sina Cavelti. Cavelti liegt quer für Trajkovska. Trajkovska hat das Tor vor sich. Ah, fällt zu weit aus und dann braucht sie zu viele Touches. Cavelti hätte direkt zum Tor ziehen müssen. Aber Laich hält ihr Team im Ballbesitz. Und Hölci muss klären. Die ersten Spielerinnen, die sich wehgetan haben an diesem windigen Samstagnachmittag. Was stimmt mit Chantal Ruf nicht? So. Und weil wir hier eine Hauruck-Aktion hatten, mache ich was, das ich sonst nie mache. Und zwar, ich lasse euch jetzt für ein paar Minuten alleine, während Ruf gepflegt wird und muss den Rest meines Equipments holen. Bis gleich. Ja, so will es das Gesetz. Ich schaue weg und es gibt ein Tor. Rapperswil gleicht aus. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, super. Sogar mein Kameramann hatte nicht gezoomt. Naja. Das war der Ausgleich. Wer hat das Tor geschossen? Romana Trajkovska, mazedonische Nationalspielerin, erzielt den Ausgleich für Rapperswil. Ja, seht ihr, das ist der Unterschied zwischen Frauenfußball und Herrenfußball. Wenn im Herrenfußball jemand gepflegt wird, kannst du eine halbe Weltreise machen und das Spiel geht nicht weiter. Im Frauenfußball fällt gleich der Ausgleich. Romana Trajkovska bringt wieder Spannung ins Spiel. Wichtig, sagt euren Freunden, dass es hier 1:1 steht. Alle sollen einschalten. Natürlich die obligate Ansage. Wenn ihr das Spiel hier auf YouTube schaut, müsst ihr das nicht auf eurem Handy schauen oder auf eurem PC. Ihr könnt das über die Set-Top-Boxen eures Anbieters, sei es Swisscom, Sunrise, Salt, UPC, Green.ch, FiberQ, irgendjemand, die haben YouTube-Apps und eure Smart-TVs haben auch YouTube-Apps. Ihr könnt das Spiel auf dem großen Fernseher schauen, wie es diese Frauen verdient hätten. Im Stadion wäre es natürlich noch besser, aber hey, man nimmt, was man hat. Der lange Ball für Völmli. Völmli versucht das clever zu machen, behauptet den Ball. Jetzt hat sie den Vorteil, aber da geht Gerster dazwischen. Gut von Janin Gerster. Trajkovska hört nicht auf ihren Trainer, spielt zu Laich. Laich, oh, Trajkovska bringt sich in Ärger. Bienz macht das gut, da kommt der Ball für Bienz, aber etwas zu weit auf die Seite aus. Was macht Alena? Alena könnte den Haken machen, entscheidet sich zum Zurückspielen, aber findet Hölci in erster Instanz nicht. Hölci muss zurückspielen zu Klotz. Klotz kommt nicht an. Kaufmann vorbei und Kaufmann mit dem Foul. Magdalena Kaufmann mit dem Foul. Und so gibt es Freistoß für Luzern. Das ist eine
Aufgabe für Sabina Jackson. Jackson hat aus dieser Distanz auch schon das Tor gesucht. Heute wird sie wahrscheinlich den Ball in den Strafraum tröpfeln lassen. Pando lauert am zweiten Pfosten. Der Ball kommt aber für Firmly. Da passiert aber nicht viel und er wird geklärt. Ruf versucht, das Spiel in der gegnerischen Hälfte zu lassen und Rapperswil über Umwege dann zu Fiona Flühler. Fiona Flühler, das letzte Mal, als wir den Cup in Rapperswil gezeigt haben, gegen Thun ein gutes Spiel von ihr. Seither haben wir Flühler nicht gesehen. Aber wahrscheinlich weiterhin eine wichtige Frau hier in Rapperswil. Flühler war ja in Luzern bei diesem Team, bei den Spitzenfußballfrauen, damals im Duell mit Natascha Honecker. Und dann wäre sie fast zu den Grasshoppers gekommen, fand aber dann Zuschlupf hier in Rapperswil. Sarah Klotz spielt mit Hölci, Julia Hölci, behauptet den Ball. Hölci zieht weiter. Da wäre jetzt der Pass gekommen für Firmly, aber gut abgefangen von Rapperswil. Jetzt mit Sabina Jackson am Flügel. Jackson zu Bienz. Bienz hat etwas Platz, spielt zu Hölci. Aber die muss zurückspielen. Dann, ja, Verzweiflungsschuss von Michelle Schneider. Glenn Meyer schickt sein Team zum Aufwärmen. Ja, glücklich kann er nicht sein. Steht 1:1. Er wollte schon 3:0 führen, wahrscheinlich. Denn solche Nazi-B-Gegner, die musst du schnell kalt machen. Und wenn man sie zurück ins Spiel kommen lässt, kann es gefährlich werden. Sana, Corinna Sana, verfolgt von Irina Pando. Spiel zu Roche. Fabienne Roche. Ja, bei der dauert es auch lange, bis sie uns folgte auf Instagram. Jetzt erst, seit 5 Jahren machen wir Frauenfußball. Jetzt erst hatte sie das Gefühl, das wäre schlau, uns zu folgen. Ja. Sabina Jackson findet Firmly. Ah, zu wenig gut, der Tat von Firmly. Hätte Firmly hier etwas mehr Kraft bei diesem Zuspiel genutzt. Da wäre Furga alleine durch und so musste Furga bremsen. Ja. Schade. Klotz. Firmly. Firmly. Ja, wird vom Ball getrennt. Erneut Einwurf für Luzern. Für Sarah Klotz. Klotz hat ein sehr, sehr gutes Duo mit Fiona Sturges gemacht, als sie noch bei Basel spielte. Klotz und Sturges waren ein gutes Duo. Sturges hat sich dann verletzt, Klotz kam nach Luzern und so endete da die Partnerschaft. Aber könnte auch für Luzern interessant sein, da vielleicht mit Fiona Sturges eine Spielerin zuzuholen. Denn, und das wissen wir, Luzern hat einen Umbruch jetzt im Sommer. Glenn Meyer tritt ab. Und ich sage jetzt, die Chancen, dass Pando und Firmly noch da sind im Herbst, sind sehr, sehr klein. Die eine, bei der ist es unter Dach und Fach, die ist schon weg. Bei der anderen sind wir dahin unterwegs. Und das ist Kaufmann, Magdalena Kaufmann, lanciert Cavelti. Cavelti macht das gut. Romero ist weit aus dem Tor. Und da gerade noch Michelle Schneider. Eieieiei. Da muss aber Lourdes Romero sehr, 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 sehr fest Danke sagen. Eieiei. Warum eilt sie so fest aus dem Kasten? Cavelti wird sich ärgern. Ein bisschen mehr Rücklage und der Ball wäre drin gewesen. Ei.
und es geht auf die andere Seite. Aber Flühler hat alles im Griff. Gerster. So, wir haben Corinna Sanna, Captain von Rapperswil, Roschi, Fabienne Roschi, zusammen mit Janine Gerster. Gerster mit dem langen Ball, aber abgefangen von Michel Schnieder. Ja, Schnieder hält Luzern im Spiel. Das wäre es gewesen für Cavelti, da mit dem Lob das 2:1 zu schießen. Wichtig da, dass Michel Schnieder noch zwischen die Pfosten eilt. Das ist Gerster. Gerster sucht Kaufmann, aber findet nur Klotz. Von Kennel. Und das ist Romero. Romero von Kennel, Jackson. Sie alle kommen aus derselben Schmiede, im FC Zürich. Und sie alle wurden nicht wirklich in Betracht gezogen von den Trainern von FC Zürich, vor allem von Ivan Del Santo nicht, und haben in Luzern ihr neues Glück gesucht. Sana findet die Mitspielerin. Klucker war das, glaube ich. Ja. Und da ist Jana Klucker. Jana Klucker spielt mit Gerster. Gerster zu Klucker. Klucker versucht, das Spiel zu machen, hat auch Platz dafür. Entscheidet sich aber für den sicheren Pass zu Sana. Sana wird unter Druck gesetzt von Völmli. Ja, und hier kann Völmli am Flügel spielen. Aber ohne ihr zu nahe treten zu wollen, Corinna Sana ist keine Amel Majri. Naja, Amel Majri ja nur die beste Spielerin der Welt. Und jetzt Strajkovska mit der Chance, aber rausgeeilt von Romero. Klotz und Laich holt sich den Einwurf. Schiedsrichter entscheidet für Luzern Einwurf. Sarah Klotz sucht und findet Pando. Pando verlängert für Hölci, aber die kann den Ball nicht halten. Gerster. Ja. Und irgendwie das Tempo sagt keinem der beiden Mannschaften zu. Und ich weiß nicht, wer jetzt mehr reinbringen sollte oder mehr Ruhe. Denn es ist schwierig zu sagen, wem das gut tun würde. Aber dieses Mitteltempo, sehr, sehr viele Unterbrüche, sehr wenig Sprints, sehr wenig Angriffsmomente, es macht keinem Freude. Sehr, sehr viel Platz zwischen den Linien von Luzern. Pando steht weit im Abseits. Das Mittelfeld steht eigentlich schon fast auf Höhe Abwehr. Ja, da kann Rapperswil ein bisschen walten, so wie sie wollen. Und so kommen dann solche Bälle zustande. Klotz wehrt ab bis zu Hölci. Hölci bleibt hängen und so kann Cavelti den Ball zurückbehaupten. Cavelti mit Glück vertritt sie den Ball und konnte so noch im Ballbesitz bleiben. Hölci dann noch ein bisschen mit der Ram-Attacke. Und da haben wir Völmli. Völmli findet Pando. Pando versucht zurückzugeben, aber der Ball von der Hacke von Biens zurück zu Pando. Pando trifft! Ja! Deshalb ist Irina Pando in den Teams der Saison. Deshalb ist sie da. Irina Pando hat aus einer verpassten Chance ein Tor gemacht. Irina Pando trifft zum 2:1. 1:2 und da muss sich Rapperswil sehr, sehr fest an der Nase nehmen. Solche Tore darfst du nie zulassen. Nicht in der Nationalliga B, nicht im Cup und schon gar nicht gegen Luzern. Irina Pando schaltet am schnellsten und verwertet eine Nichtchance. Ja. So schnell kann's gehen. Ja, die Frage im Chat nach Yara Hoffmann, die ist verletzt. Ja, Yara Hoffmann habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Sie war da ein Großtalent,
war einer der besten im Team der FC Zürich Frauen, als ich sie gesehen habe gegen die FC Luzern Frauen im Cup. Und auch sonst Jara Hoffmann sehr, sehr gut und hat sich dann entschieden, kürzer zu treten und ist hier in Rapperswil. Und Furga hätte fast zum 3:1 erhöht. Hier kamen ihre Wurzeln als Verteidigerin hervor. Eine Stürmerin hätte den wahrscheinlich untergebracht. Ja. Und Rapperswil wird sich fragen, wie haben wir 2 Gegentore bekommen? Denn die Gegentore kamen aus Halbchancen, die Irina Pando zu Großchancen machte. Spieser mit Rocher und Gerster. Gerster sucht Trajkovski. Und jetzt Scavelti aber schon wieder von Kennel dazwischen. Da hätten Trajkovska, Cavelti und Klucka sich absprechen müssen. Sie standen einander ein bisschen im Weg. Aber gleichzeitig hat Luzern auch sehr, sehr lasch verteidigt. Also wenn von Kennel da nicht schnell geschaltet hätte, hätte es Ärger geben können. So gibt es also erneut Eckball für Rapperswil, der 5. wenn ich richtig mitzähle. Der Ball kommt gezogen an den ersten Pfosten und da ist niemand dran. Gerster wurde noch ein bisschen zurückgezogen, aber nichts Dramatisches. Und jetzt Völmli gegen 2, Völmli gegen 2, Völmli kam an der ersten vorbei, kam an der zweiten vorbei. Völmli, Völmli im Strafraum, Völmli macht nichts. Eieiei, Svenja Völmli. Ja, solche Chancen musst du machen, Mädchen. Nein. Was sollte denn das? Svenja Völmli, für einmal wirkte sie, wie alt sie ist, 18, und hat gespielt. Aber sie sollte nicht spielen, sie sollte Tore schießen. Vor allem für eine Spielerin, die Profi werden will, die in der Nationalmannschaft gesetzt ist, da musst du solche Momente nutzen und die Tore schießen. Naja. Svenja Völmli lässt das 3:1 aus. Sie hat auch nicht zu Irina Pando gepasst. Eins von beiden hätte sein müssen. Pando jetzt mit der Flanke für die Kleinste auf dem Feld, für Sarah Klotz. Lustig, dass die so frei zum Kopfball kam. Klotz am zweiten Pfosten, bringt aber den Ball nicht ins Tor. Warten, Anja, warten, warten. Blaue Linie verteidigen, Anja. Beschädigte Linie, beschädigte Linie, Anja, beschädigte Linie. Die blaue Linie verteidigen, sagt Glenn Meyer. Und ich dachte kurz, spielen wir Eishockey? Wo, wo? Ha? Nee, aber jetzt hat es eine blaue Linie, tatsächlich. Kunstrasen. Und Klucka. Klucka hat etwas Platz. Klucka lanciert Kaufmann, aber die streift den Ball vorbei. Eieiei, Magdalena Kaufmann, den Ball musst du doch mitnehmen. Ja, und jetzt lässt sie sich sogar noch düpieren da von Alena Bienz. Schade, schade, schade. Kaufmann hätte den Ball mitnehmen können und wäre alleine vor Romero gewesen. Streift aber an dem vorbei. Klotz spielt mit Hölci. Hölci mit der Hand am Ball. Der Schiedsrichter sieht es nicht. Und es gibt Einwurf für Luzern. Sarah Klotz. Klotz zögert, zögert, zögert. Wäre sie die Torhüterin von Aarau, hätte es schon einen Pfiff gegeben. Weil sie den Ball zu lange in der Hand hielt. Sabina Jackson öffnet das Spiel, aber zu steil für Pando. Die muss jetzt zurückeilen. Und da ist Sana etwas schneller. Sana behauptet den Ball. Kommt Trajkovska noch dran? Nein, da ist Chantal Ruf. Ruf hat etwas Zeit. Aber niemand sagt es hier. Sie spielt schnell zu Klotz und Klotz wird unter Druck gesetzt. Romero sucht sich wieder Ruf und jetzt hat von Kennel Zeit und bringt den langen Ball für Hölci. Was macht Julia Hölci? Hölci zieht in die Mitte, aber Kaufmann geht dazwischen. Hölci behauptet den Ball. Hölci spielt ab für Jackson. Jackson sucht den Winkel und schießt aber ohne Gefahr für Fiona Flühler. Eieiei. Leicht blühtet.
blutet und deshalb. Leicht blutet und muss raus. Einwurf für Julia Hölci. Und Gerster hat den Ball. Findet Rocher. Rocher hat ein tolles Spiel gegen Yverdon gemacht. Rocher, mach deinen auf Spielmacherin. Rocher bringt den Ball für Cavelti. Cavelti am Flügel hat etwas Platz. Sina Cavelti bricht in den Strafraum. Cavelti immer noch im Ballbesitz. Gibt ab, aber da steht nur Alena Bienz. Und Hölci, es soll in die andere Richtung gehen. Hölci wartet zu lange und macht dann noch einen schlechten Pass. Pando muss das Foul machen, um den Fehler von Hölci wieder gut zu machen. Ja, so kann es auch gehen. Das wäre die Chance gewesen. Sie hat den Arm oben gehabt. Sabina Jackson wollte loslaufen, aber der Ball kam nicht. Laich darf wieder rein. Hier haben wir Luzern wieder in der Vorwärtsbewegung mit Pando. Bleibt glücklich im Ballbesitz. Pando, 4 gegen 4. Was macht Irina Pando? Sucht sich etwas Platz. Pando spielt ab an Furga. Furga bleibt hängen. Und dann alles richtig gemacht von Sina Spieser, wenn ich das richtig sehe. Spieser hat genau gewusst, was Furga machen wird. Jetzt haben wir das 3 zu 1. Ja, das musste sein. Jetzt Völmli für einmal nicht verspielt, gibt ab und da ist der Treffer von Luzern. Alena Bienz war es. Bienz trifft ihr 7. Saisontor. Und ich bleibe dabei, Luzern ist nicht zwingend besser, aber Rapperswil in gewissen Momenten einfach nicht wirklich da. Gerster sucht Cavelti, findet sie auch. Cavelti behauptet den Ball. Sana jetzt. Corinna Sana bringt den langen Ball, aber abgefangen von Ruf. Chantal ruft zu Alena Bienz. Bienz macht das clever. Gut, gut. Bienz hat das Spiel vor sich. Findet Hölci. 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 Will vorgalancieren. Bienz sagt, nee, ich nehme den gleich lieber selber mit. Bienz an der Grundlinie. Bringt den Ball nicht rein. Ja, da kann ich es Alena Bienz nicht verübeln, dass sie sagt, ich nehme den Ball lieber selber mit. Sie bis jetzt etwas effektiver als ihre Mitspielerinnen. Und das ist Gerster. Gerster heute mit dem Spielaufbau betraut. Wird nicht wirklich gestört von Luzern, muss man auch sagen. Und das ist Kehl. Kehl mit Trajkowska. Trajkowska verschwunden nach 10 Minuten. Und da ist der Ball bei Jackson. Sabina Jackson. Jackson spielt zurück. Ja, Luzern kann es jetzt etwas gemütlicher nehmen. Das 3 zu 1. Der lange Ball für Hölci. Hölci an der Grundlinie. Was macht Hölci? Hölci sucht Platz und bringt die Flanke. Und ungenügend abgewehrt von Laich. Nee, das war nicht Laich, von Rocher. Aber Klotz weiß nicht viel mit dem Ball anzufangen. Fiona Flühler mit dem Abstoß. Ja. Das Spiel bleibt offen. Rapperswil will mitspielen. Aber Rapperswil hat auch 3 unnötige Tore bekommen. Und deshalb steht es 1 zu 3. Und man muss hier schauen, dass man wieder ins Spiel findet. Schnell wieder den Anschlusstreffer machen. Gerster. Und Rocher. Und Kaufmann. Kaufmann verliert das Duell mit Klotz, aber holt sich den Ball zurück. Und das ist Laich. Sie spielt zu Flühler. Flühler sehr, sehr mutig, sehr, sehr clever zu Rocher. Und da ist Kluka. Da ist Kluka. Kluka zu Kaufmann. Kaufmann. Oh, falsche Entscheidung. Gut gelesen. Oh, aber jetzt
der böse Zusammenprall. Gut gelesen von Sabina Jackson. Aber der Zusammenprall, gar nicht schön. Magdalena Kaufmann erinnert mich an einen Bud Spencer-Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Bulldozer. Sie bleibt einfach stehen. Und dann, ja, dann kann man sich wehtun. Für die, die sich fragen, der Film Bulldozer mit Bud Spencer heißt auf Deutsch, sie nannten ihn Mücke. Falls ihr den schauen wollt, ist auf Netflix. Aber erst nach dem Spiel. Jetzt bleiben wir noch hier. Kaufmann. Kaufmann spielt mit Trajkovska. Oi, Jackson. Hart an der Grenze zum Foul, wahrscheinlich sogar mit dem Foul. Aber das ist Pando egal. Die bekommt den Ball und hätte fast den mitnehmen können. Trajkovska kann reklamieren. Ich sehe auch, dass Jackson hier da in die Waden stieg, aber der Schiedsrichter hat im Rücken keine Augen und der Linienrichter hat es auch nicht gesehen. Roche, uff, trifft den Ball nicht richtig und Pando bleibt dran und holt sich den Einwurf. Ja, Pando versteht es nicht, ich verstehe es auch nicht. Sie macht alles richtig und bekommt den Einwurf nicht. Jackson zu Klotz. Klotz mit von Kennel. Klotz. Und oh, da wäre fast Furger im Ballbesitz geblieben. Was geht in die andere Richtung? Mit Spieser. Und von Kennel liest das Spiel gut. Jack, Ruf zu Furger. Furger lanciert Pando. Ist sie schneller als Laich? Ist sie? Nein. Wollte sie auch nicht. Irina hat nicht zum Sprint angesetzt. Aber hier ist von Kennel. Von Kennel im gegnerischen Drittel. Spiel zu Furger. Furger hat viel Platz. Was macht Furger? Den Haken, um die Gegnerinnen vor sich zu lassen. Aber Bienz kann den Ball trotzdem behaupten. Bienz legt ab und Hölzschi übers Tor. Eieiei. Und schon wieder eine Halbchance, die fast ein Tor gegeben hätte. Muss sich Rapperswil an der Nase nehmen. Das ist ja wahrscheinlich auch der Qualitätsunterschied zwischen Nationalliga B und Nationalliga A, die jetzt von einem Versicherungskonzern gesponsert wird. Von der Allianz, glaube ich. Irgendwas mit A. Gerster. Und das ist Rocher. Und die erste Halbzeit ist bald vorbei. Gerster spielt mit dem Feuer und das Feuer heißt Pando und so hat sie den Ball verloren. Und jetzt ist Förmli da. Förmli mit dem ungenauen Abspiel. Warum? Aber eieiei. Svenja Förmli hat eine zweite Chance mit dem langen Ball. Zu steil. Ei. Uff. 45 Minuten sind gespielt. Ball sollte der Pfiff erklingen. Luzern wird wohl mit dem 3:1 in die Pause gehen. Sie machen die Tore, also ist es verdient. Sie hatten leicht mehr vom Spiel, aber souverän, na, das waren sie nicht. Aber Luzern schon weiter als Zürich es war gegen Nachau zur Pause. Und ich erinnere, für Luzern ist das wichtig. Glenn Meyer tritt ab, Meister werden sie nicht mehr, das weiß ich. Das wisst ihr auch, rechnerisch glaube ich auch nicht mehr möglich. Und der Cup, das könnte ein gutes Abschiedsgeschenk sein. Aber für das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen den Output erhöhen. Und nicht so wie in den ersten 45 Minuten gegen Rapperswil. Nun ja, gereicht hat es. Sie führen mit 3:1. Sana zu Rocher. Rocher trifft den Ball nicht richtig. Wieder Einwurf für Luzern. Und wir sind schon bei der 48. Minute angelangt. Ruf spielt den Ball noch raus, der zu viel auf dem Platz war. Das ist jetzt Schnieder, die sucht sich Furger. Furger spielt zu Pando. Pando mit dem Hattrick? Fragezeichen. Nein, Gerster geht dazwischen. Und jetzt haben wir die Pause. Pause hier in Rapperswil. Ich entschuldige die Verspätung. Wir hatten hier Umbauschwierigkeiten in Rapperswil. Aber es hat ja doch auch Spaß gemacht.
1:3, Irina Pando zweimal, Alena Bienz einmal und auf der Gegenseite war es Romana Trajkovska, oder? Die das Tor erzielte. Wir gehen in die Pause, in 15 Minuten sind wir zurück. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zurück in Rapperswil. Ich hoffe, ihr habt eine gute Pause gehabt. Mehr auf jeden Fall. Wir sind kurz ins Stadion über. Dort ist es mega schön im Fall. Ich hätte gerne euch dort das Stadion gezeigt. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Es bleibt beim selben Jahr. Rapperswil wird wahrscheinlich versuchen, weiterhin Nadelstiche zu setzen, schnell zum Anschlusstreffer zu kommen. Während Luzern wird versuchen, die Führung auszubauen. Ja, Irina Pando ist mir ein Hattrick schuldig. Den will ich sehen. Sie ist jetzt zwar dieses Mal etwas weiter von mir als vorhin, aber jemand kann ihr dann sagen, dass ich den Hattrick sehen will. Michi, ich habe deinen Kommentar gelesen, du hast schon recht. Despektierlich hätte ich es jetzt nicht genannt, aber ja. Vielleicht waren es etwas mehr als Halbchancen hier aus meinem Winkel. Schwer immer zu beurteilen, da siehst du es natürlich mit dem Bild etwas besser, als ich von nacktem Auge. Natürlich, Luzern war das bessere Team und hat auch die 3 Tore geschossen, die sie schießen mussten. Aber Luzern ist nicht so dominant, wie ich es gern hätte und vor allem, wie der Kollege neben mir hier gerne hätte, wie Glenn das gerne hätte, weil der ist gar nicht zufrieden. Mal schauen, ob die zweite Hälfte ihm mehr zusagt. Jetzt aber mit Tanja Furger. Und das ist Alena Bierns. Alena Bierns, seine Entdeckung der Saison. Kluka hat da zur Leibesvisitation angesetzt, aber Bierns hat sie einfach weggeschüttelt. So, ruft eure Freunde, wir sind 100 Zuschauer weg vom Zuschauerrekord von Aarau. Wäre schön, wenn wir den brechen könnten. Parallel findet statt Yverdon gegen Lugano. Angepfiffen mittlerweile auch schon das Frauenteam Thun-Berner Oberland gegen gegen Concordia Lausanne. Ich denke immer, es ist Étoile Carouge, aber es ist Concordia Lausanne. Später heute Abend haben wir auch noch das Duell Appenzell gegen Balearna. Erstliga-internes Duell. Und dann um 8 Uhr Küssnacht gegen Grasshoppers. Sind wir gespannt, wie das Duell aussieht. Im Moment sind wir aber hier. 1:3 der Spielstand. Und Hölci wird vom Ball getrennt von Corinna Sana. Und das ist Flavia Leich. Gerster und Rocher. Rocher hat etwas Platz. Rocher mit dem langen Ball für Chiara Kehl. Und ich frage mich, ist diese Chiara Kehl verwandt mit der Laura Kehl, die eigentlich bei Luzern spielt? Beide kommen hier aus der Gegend, also könnte das schon möglich sein, dass es Schwestern sind. Laura Kehl, ein Top-Transfer für Luzern und prompt macht sie sich weh und konnte die ganze Saison nicht eingesetzt werden. Im Moment sowieso eine Verletzungswelle, die umgeht hier bei die hier umgeht im Schweizer Frauenfußball oder im Frauenfußball insgesamt. Ihr wisst es, die schmerzlichste Verletzung. Eine Frau hier aus Luzern, Geraldine Reuteler, hat sich das Kreuzband und das Außenband gerissen und wird ein Jahr fehlen. Sie wird der Nazi fehlen. Wir wissen übrigens auch heute aus erster Hand, was nun geschehen wird mit der Nazi. Marilena Widmer von den Young Boys und Sondrine Moron wurden nachnominiert. Auch Kumba So wurde nachnominiert, die zunächst verletzt war. Für die verletzte Rahel Kivic wurde Thais Hurni nachnominiert. Thais Hurni. Und das ist Alena Bierns. Spielt mit Irina Pando. Pando zu Völmli. Völmli kann den Ball nicht kontrollieren. Und das geht in die andere Richtung mit Sina Spieser. Spieser bleibt im Ballbesitz. Spieser mit dem Tunnel. Gut zu Trajkovska. Trajkovska lanciert Kehl. Kehl gegen Schnieder.
Und Glück gehabt, Trajkovska, wieder im Ballbesitz. Zu Spieser, Spieser, was macht Zina Spieser? Spieser sucht und findet Cavelti. Cavelti zu Trajkovska, aber da ist von Kernel souverän dazwischen. Sana mit Kehl. Kehl und Cavelti. Cavelti, sehr, sehr gut, das Foul von Ruf. Freistoß für Rapperswil. Zina Cavelti gefällt mir und wenn Rapperswil nicht aufsteigt, sind alle Mannschaften dumm, die sich Zina Cavelti nicht holen wollen in die Nationalliga A. Zina Cavelti hat den Kampfwillen, den es braucht in der Schweiz, um eine gute Stürmerin zu sein. Hat in der Liga ja auch schon 8 Tore erzielt. Wir vergessen den Penalty gegen Yverdon. Also bis jetzt makellos alles, was ich von Cavelti gesehen habe. Kehl steht da mit dem linken Fuß und mit dem rechten Fuß haben wir da Kluka. Kluka oder Kehl? Direkt oder in den Strafraum. Kluka an den zweiten Pfosten. Da ist das Tor! Nein! Da ist Sabina Jackson! Eieiei! Der Ball an den zweiten Pfosten kam gut gezogen von Kluka. Da der Kopfball und Romero unsicher. Und zum Glück kam da schnell Sabina Jackson losgeeilt. Sabina Jackson rettet auf der Linie. Und jetzt gut Cavelti mit dem Versuch und dem Nachfassen Kehl. Cavelti hält den Ball im Strafraum, aber jetzt von Kennel wischt ihn weg. Oh, da bleibt Völmli hängen. Svenja Völmli. Und Ruf. Ruf lanciert Birns. Birns gegen Laich. Wer ist schneller? Alena hat den Ball, aber Laich macht den Weg zu. Gut gemacht von Alena. Birns in den Rückraum und Furga haut nicht richtig auf den Ball. Kein Problem für Fiona Flühler. Hoi Michi, danke für die Korrektur mit den Kehls, die unterschiedlich geschrieben werden. Ja, ich wüsste das ja, wenn sie Namen auf den Trikots hätten oder ich eine Mannschaftsliste. So mache ich das alles aus der Erinnerung raus. Ruf, Chantal Ruf. Zu Hölci, Hölci hat viel Platz. Was macht Hölci? Rocher kommt, kann den Ball nicht klären. Hölci bleibt im Ballbesitz, aber jetzt Rocher. Clever, gut gemacht von Fabien Rocher. Spielt mit Laich. Laich und Kehl wird gut von Schnieder abgedeckt. Klucker bleibt aber hängen an Alena Birns. Birns gefällt mir gut heute. Ja, sie gefällt mir auch selten nicht gut. Alena Birns macht gute Spiele, muss man sagen. Ja, Michi, das nächste Mal kommst du doch auch gleich mit und dann machen wir Co-Kommentare. Ist doch gut. Also meine Einladung hast du. Kluka spielt zurück zu Rocher. Rocher eröffnet das Spiel nach rechts, wo sie Corinna Sana anspielt. Sehe ich das richtig, dass man Sana auf Pando angesetzt hat und sie deshalb jetzt Rechtaußenverteidigerin ist? Und jetzt im Sturm Sana 4 gegen 4 Situation. Corinna Sana bringt den Ball rein, aber zu nah an Lourdes Romero. Ai, ai, Lourdes Romero Grzondiel, die Torfrau von Luzern. Ausgebildet beim FC Zürich Frauen, aber da wollte man sie nicht so schnell durch die Ränge erheben. Und so ist jetzt Romero in Luzern. Hadorn kommt ins Spiel. Hölci geht vom Platz. Schnieder spielt jetzt Außenläuferin, Stürmerin. Fertig für heute für Julia Hölci. Und Laura Hadorn kommt zu weiteren Minuten in dieser Mannschaft. Gut, Laura!
Cavelty, Cavelty, Cavelty will den Ball behaupten im eigenen Drittel. Dann mit dem Foul. Ja, kein Pfiff. Das ist noch interessant im Frauenfußball. Viele Leute denken, ich sei einfach böse und rege mich auf über wenige Foulpfiffs, über wenige gelbe Karten und denken, das ist einfach so, ja, so etwas, das ich gerne mache. Das ist nicht so. Es geht am Ende des Tages um die Gesundheit von Spielerinnen. Und wenn man diese nicht in Schutz nimmt mit Karten, mit Pfiffen, dann ist es halt schade. Jetzt nicht dieses Trio per se heute. Das war jetzt ein Foul, das nicht gepfiffen wurde, ist okay. Aber zu regelmäßig sieht man Fouls und Fouls und Fouls, die nicht gehandelt werden im Frauenfußball. Und ja, dann ist es halt schwierig. Und gelbe Karten würden halt auch ein bisschen für die Sicherheit von den Spielerinnen sorgen. Dann hätten wir vielleicht weniger Verletzungen. Und dann hätten wir auch vielleicht ein besseres Ansehen bei Arbeitgebern, die dann Teilzeitprofessionalismus erlauben würden, weil ihre Mitarbeiterinnen nicht ständig verletzt wären. Das ist Alena Bienz mit der Spieleröffnung für Corinna Sanna. Sanna wehrt nicht gut ab und so kommt Pando zum Ballbesitz. Pando mit dem guten Haken, Pando mit der Übersicht und abgewehrt von Rocher. Gut gesehen von Irina Pando, dass da die Mitspielerin mitlief. Rapperswil in dieser zweiten Halbzeit mit zu wenig Zugriff aufs Spiel. Weniger als sie hatten. Und so können sie nicht die zwei Tore erzielen, die sie brauchen. Sie müssen anfangen, sich wieder ein bisschen besser zu verteilen auf dem Platz und den Ball laufen zu lassen. So wie wir es gegen Yverdon gesehen haben. Das ist Furger. Und das ist Spieser. Und da kommt der Ball für Cavelty. Cavelty und Spieser, 2 gegen 2. Cavelty ist im Strafraum. Was macht Cavelty? Der Haken. Cavelty behauptet sich. Und dann geht sie gerade noch dazwischen. Svenja Förmli. Als Innenverteidigerin hoffentlich hat das Nils Nielsen nicht gesehen. Sonst spielt sie noch Innenverteidigerin für die Nazi. Nils Nielsen, der die Entscheidung vor sich hat. 2 Spiele gegen Tschechien, es geht um die Europameisterschaft. Und der erste Wechsel für Rapperswil. Und es kommt jemand, den wir von Anfang an erwartet hätten. Nämlich Sanja Djokic. Sie kommt für Magdalena Kaufmann. Djokic immer auffällig bei Rapperswil in den letzten Saisons. Kommt heute. Was wird sie spielen? Wir haben sie als Innenverteidigerin gesehen. Gegen Yverdon haben wir sie als Mittelfeldspielerin gesehen. Sie kommt für Kaufmann. Wäre also Flügel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Djokic auf dem Flügel Platz nehmen wird. Ich nehme an, sie gliedert sich in der Verteidigung ein und dass wir Laich am Flügel sehen werden. Eckball für Luzern. Der zweite oder so bisher, soweit ich weiß. Eine erste gute Chance für Luzern mit Irina Pando, die Eckbälle schlägt. Die größte schlägt die Eckbälle. Naja, Pando an den zweiten Pfosten. Und da im Nachpfosten, Förmli. Nein, das war nicht Förmli, das war Hadorn. Laura Hadorn trifft die Latte. Highlight für die zweite Halbzeit. Pando wechselt den Flügel und weiß nicht, wem sie sagen soll, sie soll ihre Position übernehmen. Ja, das geschieht, wenn man wechselt und das halbe Team umstellt. Nee, nicht das halbe, nur eine Position. Trajkovska kommt nicht an Hadorn vorbei.
Der zweite Anlauf mit Laich, Flavia Laich. Laich, Laich, Laich bleibt im Ballbesitz, steckt durch für Cavelti. Cavelti will es zu schön machen mit der Hacke für Kluka. Der Ball kommt nicht an. Und das ist Irina Pando. Pando spielt Zuruf, Chantal Ruf. Ruf sucht sich Irina Pando. Irina Pando, Top-Talent, viele Tore, viele Vorlagen. Ein Thema für jedes Team im Ausland, würde ich sagen. Physisch gibt es kaum eine bessere im Frauenfußball der Schweiz. Sie ist groß, muskulös, schnell, abgeklärt, eine Leaderin. Sie hat einen Master in Bewegungswissenschaften. Also, ich würde mir Irina Pando ganz klar anschauen. Pando wird auch hier aus Rapperswil direkt dann zur Nationalmannschaft fahren. Im Sedam Hotel, nicht weit, unweit von hier, beim Pfeffikon, wird sie dann wohnen für einige Tage, dann mit der Nationalmannschaft nach Prag reisen und zum Schluss in Thun an Dienstag in einer Woche gegen Tschechien spielen. Irina Pando. Das ist Chantal Ruf mit dem Ball für Pando. Pando, gute Brustannahme. Pando gegen zwei meint das gut, aber Firmly war noch nicht da. Firmly kommt jetzt. Und sie machen Druck, Luzern. Ja. Und das ist Sanja Djokic in der Mitte, wie ich prophezeit habe. Sanja Djokic als Sechser, Spielaufbauerin, Drittin, Verteidigerin, wenn es dann in der Rückwärtsbewegung geht. Und das ist der lange Ball von Gerster. Für Laich, gut abgefangen. Und das ist von Kennel. Von Kennel. Bricht aus, aber findet nur Gerster. Pando arbeitet gut zurück. Ja, Irina Pando macht natürlich auch jeden Trainer Freude. Eine Spielerin, die so viele Tore hat, so viele Vorlagen und trotzdem immer verteidigt. Was will man mehr? Dass sie noch mehr Tore schießt. Ganz klar. Und das ist Laich. Laich findet Cavelti. Cavelti ist schneller als die Gegenspielerin. Cavelti an der Grundlinie, aber zu nah an Romero. Eieiei. Da müsste der Mann den Ball einen Meter weiter hinten, nach hinten spielen, damit Romero nicht mehr rankommt. Gut gemacht von der jungen Torfrau von Luzern, Lourdes Romero Grzondiel. Das ist Chantal Ruf und Svenja Völmli. Mit Chantal Ruf. Ruf findet Pando. Pando mit den Haken versucht durchzubrechen, aber Klucker ist schnell da. Klucker ist clever, arbeitet zurück zu Fiona Flühler. Flühler. Und das ist Rocher. Und noch eine halbe Stunde Zeit für Rapperswil, zwei Tore zu schießen und uns in die Verlängerung zu bringen. Gerster sucht Cavelti. Cavelti aber Jackson dazwischen. Und jetzt Cavelti behauptet den Ball. Cavelti, eieiei. Und jetzt Sana. Spieser kann den aber nicht halten. Das ist Firmly wieder in der eigenen Abwehr zu finden. Und Ruf findet Biens. Das ist Alena Biens. Biens spielt mit Michelle Schnieder. Schnieder sucht, aber findet nur Spieser. Und da ist Chantal Ruf dazwischen. Sonst hätte Sina Spieser das gemacht, was sie uns im Futsal jeweils zeigt, was sie kann, nämlich Tore schießen. Das ist Irina Pando. Die spielt nicht Futsal. Pando bleibt hängen. An Rocher. Ja, Sina Spieser, Futsalstar in der Schweiz. Ich glaube, es ist sogar in der Nationalmannschaft. Spielt für unsere Freunde vom Futsal Club Lions. Und sie spielt auch Beach Soccer. Aber das ist alles egal, denn jetzt muss der Ball kommen. Das ist Spieser und das ist Cavelti. Cavelti, die spielt auch Beach Soccer. Cavelti wird von Kennel bedrängt.
Ja, Rapperswil mit einigen Beachsoccer- und Futsalspielerinnen. Da ist Trajkovska, Spisa, Cavelti. Djokic spielt, glaube ich, auch Futsal, bin nicht ganz sicher. Naja. Da kommt die Ecke gezogen an den ans Herz des Strafraums. Jetzt im Nachfassen, Klucker schießt! Aber da ist Ruf. Oder Jackson war das. Nee, Ruf war das. Gut. Ja, Rapperswil, kurzes Aufbäumen. Können Sie das aufrechterhalten? Der Ball bei Spisa. Spisa und Kehl. Und das ist Trajkovska. Trajkovska hat man nicht gesehen, das ganze Spiel. Nur kurz in den ersten 10 Minuten, dann ist sie verschwunden. Und hier, das ist Bienz. Bienz, Bienz macht hier Box-zu-Box-Aufgabe. Sucht Völmli, aber da kommt Klucka dazwischen. Nee, Leich war da noch dazwischen. Und jetzt versandet der Ball in den Füßen von Fiona Flühler. Fiona Flühler, Motorrad-Enthusiastin. Fiona Flühler hätte natürlich auch das Wetter genutzt, um etwas hier um den See kurven zu können. Heute muss sie aber Fußball spielen. Und das ist Michelle Schnieder. Schnieder und Roche macht das gut, hält den Ball im Spiel. Foul gepfiffen gegen Michelle Schnieder. Da ist sie, Jasmin Gerster. Gerster spielt mit Roche. Roche sucht Sana, aber da ist nur Hadoan. Und das ist Klucker. Klucker lanciert Trajkovska, Trajkovska! Ah, das glaube ich fast nicht. Stand sie wirklich abseits? Die gelbe Karte dann fürs Weiterspielen. Naja, ich bin nicht ganz sicher, dass Romana Trajkovska da im Abseits stand. Das war eine gute Chance für Rapperswil. Sie kommen besser ins Spiel. Und das ist wichtig. Wir wollen das hier spannend halten. Dieses Tischfußballspiel auf Rasen, Kunstrasen. Da haben wir auch immer Blau gegen Rot. Aber sind die Leute, die diese Tischfußballerinnen führen, Glenn Meyer und Röbi, Rickli, gut genug, um hier noch eine Wende herbeizubringen? Der Ball jetzt bei Trajkovska, Trajkovska zu Cavelti. Cavelti muss ihn reinbringen. Cavelti findet Trajkovska, aber die macht mehr ein Tackling als ein Schuss. Und da ist Cavelti nochmals. Abseits. Cavelti stand im Abseits. Ah. Da hätte Trajkovska unbedingt auf den Füßen bleiben müssen. Romana Trajkovska. Sie ist ausgerutscht, nehme ich an, und deshalb hat sie den Ball zurück zu Cavelti gespielt. Aber wenn sie auf den Füßen geblieben wäre, hätte sie was draus machen können. Naja. Das ist Chantal Ruf. Ruf spielt ruhig zurück zu Romero, Romero mit dem Fehlpass und das ist Trajkovska übers Tor. Wieder hätte sie auf den Füßen bleiben müssen. Trajkovska, ist da das Schuhwerk nicht richtig? Warum rutscht sie aus da? Bleibt sie auf den Füßen, steht es hier 2-3. Und so weiterhin 1-3. Sana macht das gut. Sana mit Klucker. Sana findet Cavelti. Cavelti gegen Ruf. Cavelti setzt sich durch. Cavelti ist im Strafraum. Legt zurück. Und das ist Trajkovska. Trajkovska muss. Und Penalty. Penalty. Trajkovska wird von den Beinen geholt. Großartige Parade von Romero. Aber die bedeutet jetzt gar nichts mehr. Denn es gibt Penalty. Jasmin Gerster. Die Innenverteidigerin übernimmt die Verantwortung. Cavelti hat ja verschossen gegen Yverdon. Kann das Gerster besser?
Das ist es. Das ist der Moment für die Schlussviertelstunde. Braucht es dieses Tor, wenn Gerster die Nerven behalten kann. Jasmin Gerster gegen die junge Lourdes Romero Grzondiel. Schiedsrichter sagt dem Team, ja, nicht reinlaufen. Der Vase wird uns sagen, dass wir wiederholen müssen. Das ist Gerster. Gerster läuft dann. Gerster trifft! Perfekt platziert. Keine Chance für Lourdes Romero. Und wir haben wieder ein Spiel in Rapperswil. 2:3. Jasmin Gerster. Und 20 Minuten noch zu spielen. Geht es in die Verlängerung? Rapperswil hat sich gut aufgebäumt und den Penalty gehabt. Ruft all eure Freunde, denn jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Kann Rapperswil drauf aufbauen oder wird Luzern das Spiel töten? Wir werden es uns anschauen. Und Irina Pando schuldet mir immer noch einen Hattrick. Luzern hat etwas das Spieldiktat abgegeben und so kam unweigerlich das Tor. Auch wenn es dann durch einen Elfmeter fiel. Das ist Svenja Förmli. Förmli spielt zu Ruf. Chantal Ruf hat einen guten Ball. Das ist jetzt die Chance. Luzern ist da, aber der Ball wird abgefangen von Kehl. Im Strafraum Förmli zieht ab, aber bringt ihn nicht aufs Tor. Von Kennel hat zu Recht die gelbe Karte gesehen für den Elfmeter. Und der Ball ist bei Sana. Sana erwischt den Ball nicht richtig, aber Kehl bügelt es für sie aus. Corinna Sana. Sana spielt zu Spieser, aber da ist Ruf und klärt. Roche will nichts davon wissen, hält den Ball in der gegnerischen Hälfte. Das ist Gerster, die Torschützin. Gerster. Aber von Kennel, sicher. Klucker setzt nach. War das ein Handspiel? Ich habe es nicht genau gesehen. Cavelti setzt sich durch. Abseits. Abseits. Freund. Ich habe das nicht gesehen, dass das Abseits war. Ah, Foul hat er gepfiffen für Cavelti. Ah, faul wäre es auch. Ja, hier lasse ich mir von den Zuschauern noch reinreden. Sollte nicht möglich sein. Eieiei, abseits, aber es war, glaube ich, keins. Und faul an Cavelti war es wahrscheinlich auch. Aber das ist Luzern egal, denn da ist Irina Pando. Pando mit den farbigen Schuhen, kommt aber nicht durch. An Gerster. Ja, und Rapperswil muss einfach jetzt die Intensität hochhalten. Muss noch zum Ausgleich kommen, damit wir in die Verlängerung gehen. Carissa Meyer kommt. Und da ist der Ball bei Laura Hadorn. Hadorn mit Schnieder. Schnieder findet die Mitspielerin, aber Biens lässt abklatschen und Handspiel. Handspiel war das. Angeschossen, sagt der Schiedsrichter. Gut. Hat Biens nichts dagegen. Und das ist Jackson. Jackson und der Ball bleibt nicht in Luzerner rein. Hadorn will das verhindern, dass der Ball an Rapperswil geht. Spiel zu Schnieder. Schnieder mit Biens. Biens gegen zwei. Biens setzt sich durch gegen die dritte auch noch. Und Hadorn. Das ist Laura Hadorn. Sie spielt mit Michael Schnieder. Schnieder zurück zu Hadorn und Förmli. Was macht Förmli? Hat sie ein Kaninchen im Zylinder? Svenja Förmli. Förmli, bleibt dran. Was macht Svenja? Svenja gibt ab. Und die Chance für Euers vereitelt von Luzern selbst. Und jetzt kommt der Ball in die Tiefe. Da ist Furger. Furger zum Rücken der Abwehr. Und da irgendwie Schnieder. Und da noch im Abseits. Furger.
Das hätte man auch direkt abschließen können, dann hätte ich auch ein bisschen mehr Luft übrig gehabt. Carissa Meier kommt ins Spiel. Delia Cescato kommt ins Spiel. Sie kommt für Romana Trajkovska. Trajkovska sah man praktisch nicht 70 Minuten lang, nicht viel, aber sie war da, als es sie brauchte, um Gefahr zu sorgen und um den Penalty rauszuholen. Romana Trajkovska sucht noch ihre Form. Auch schon gegen Yverdon mit dem Teileinsatz nicht so gut, wie wir es gern hätten. Bienz mit dem Schubser an Cescato und kann so im Ballbesitz bleiben. Da ist Pando. Pando sucht förmlich, schlenzt aber weit am Tor vorbei. Hoffen wir, dass in Tschechien die Tore 6 Meter breiter sind. Dann kann Förmli mit solchen Schüssen auch die Schweiz in Führung schießen. Sonst wird das schwierig. Und wir haben ja gelernt, in St. Gallen zumindest sind die Tore höher. Könnte ja sein, dass sie in Tschechien breiter sind. Gerster. Zu Cavelti, gut verlängert von Cavelti, aber da ist nur Hadorn. Hadorn klärt. Cescato spielt nicht deckungsgleich mit Trajkovska. Sie spielt da, wo Klucker gespielt hat. Und Klucker spielt jetzt hinter Cavelti. Mal schauen, ob das funktioniert. Das ist Djokic. Djokic findet nur Sabina Jackson. Sabina Jackson, wie ihr Namensväter, tänzelt sie da herum. Kann den Ball in den eigenen Reihen halten. Das ist Lien Hering, die bei Luzern Ball dahin gewechselt wird. Hering kommt wahrscheinlich für Jackson. Nein, für Furger. Ja, das macht Sinn. Anja Furger geht vom Platz und Lien Hering kommt. Hering mit der Nummer 39. Hering eine muskulösere Mittelfeldspielerin als Furger. Qualität bei Kurzpassspielen sicherlich. Der lange Ball schon zu lange her, dass ich das wüsste. Nicht sehr viel Offensivpotenzial bei Hering, würde ich sagen. Aber Furger war auch früher Außenverteidigerin, also. Ja, mal schauen, ob Glenn Meyer hier die richtige Karte aus seinem Deck gezogen hat. Ich sehe noch, Nicole Remund könnte reingewechselt werden. Und ja, da ist noch Nicole Scherer. Und dann haben wir es auch schon. Ja, er hat sowieso nur noch einen Unterbruch. Und 3 Wechsel, die er machen könnte. Da verheddert sich Rapperswil. Aber sie bekommen den Ball dann doch noch weg. Das ist Ruf, Ruf. Macht das gut. Das ist Pando. Pando mit Klotz. Klotz zu Hering. Hering lanciert Pando. Pando kann den Ball im Spiel halten. Nein. Er sei draußen, hat der Schiedsrichterassistent. Die Schiedsrichterassistentin hat das gesagt. Auf der Gegenseite eine Assistentin. Auf unserer Seite ein Assistent. Hering. Hering müsste an die Grundlinie hinein. Lässt den Ball verlaufen. Ist das Eckball für Luzern? Nein, Einwurf. Und Spieser versucht den Ball zu behaupten, kann es aber nicht. Und so ist Klotz dran. Klotz zu Hering. Hering leitet weiter für Völmli. Völmli im Strafraum. Völmli dreht sich, sucht den Winkel und schießt Rocher an. Und jetzt aus der Distanz. Bienz! Aber Alena Bienz versuchte, den Ball über den Haag zu befördern. Vielleicht will sie den mit nach Hause nehmen. Ja, wenn sie den da drüber geschossen hätte, hätte man den auch nicht mehr gefunden hier in Rapperswil. Gerster. Wer den Ball mit nach Hause nehmen sollte, ist Irina Pando, wenn sie noch ein Tor schießt. Und ich will, dass sie das noch schießt. Das ist aber jetzt Klucker. Klucker spielt für Spieser, aber zu steil.
Irina Pando schuldet uns einen Hattrick. Das war unsere Abmachung. Der war nur für dich, Michi, der Sascha Rufer-Moment. Ich weiß nicht, woher die Frauen alle kommen. Ja, Svenja Völmli kommt aus Eich, hä? Kann ich sagen. Die Frau aus Eich! Klingt nicht so gut wie der Mann aus Sursee. Ich bin ja ein Mann aus Sursee, also alles korrekt. Das ist Laura Hadorn. Wie viele Spielerinnen kommen jetzt bei Rapperswil? Das ist der letzte Wechsel, den Rikli machen kann. Wird er zwei, drei aufs Mal bringen oder nur eine? Das ist jetzt erstmal Hering. Hering kommt aber nicht in den richtigen Winkel. Gut gemacht von Rapperswil. Rapperswil hat die Intensität nicht halten können, aber lässt wenigstens auch kaum Chancen zu. Das ist schon mal gut. Das ist Fabienne Rocher. Rocher mit einem guten Spiel, wie auch schon gegen Yverdon. Rocher. Oh, Rocher bleibt da hängen an Jackson. Kann aber dann trotzdem zu Flühler klären. Fiona. Fiona Flühler mit dem langen Ball, aber findet nur Alena Bienz. Und das ist Bienz. Bienz. Bienz zündet den Turbo, kommt vorbei. Bienz im Strafraum. Was macht Alena Bienz? Bienz, Bienz an der Grundlinie macht gar nichts. Eieiei. Eckball. Drei Anspielstationen. Warum bringt sie den Ball nicht? Eieiei. Alena Bienz. Hätte sie mehr draus machen können. Aber so gibt es Eckball für Sabina Jackson. Gerster soll nicht mehr können. Und das wäre die Chance für Luzern. Jetzt aber zuerst der Freistoß. Pando ist sogar noch dran, aber mit dem Außenschenkel. Und so kann Rapperswil klären. Aber wohin? Da ist niemand. Da kommt jetzt Cavelti. Cavelti, was macht sie? 2 gegen 3. Cavelti sucht Spieser. Spieser ist gut, aber Hadorn ist besser. Ja. Wenn die Innenverteidigerin nicht mehr kann, dann würde ich empfehlen, zweimal zu wechseln, nicht nur einmal. Das ist Djokic. Nein, das ist Cescato. Und das ist Gerster. Gerster zu Kluka. Kluka spielt direkt, aber Spieser hat das nicht gelesen. Sina Spieser. Am Flügel nicht ganz so effektiv wie im Zentrum. Frag mich, ob Carissa Meyer, die wahrscheinlich bald eingewechselt wird, dann für Sina Spieser kommt oder für jemand anderes, dass damit Spieser wieder ins Zentrum kommen kann. Und hier haben wir Klotz. Klotz mit Jackson. Jackson zu Hering. Und es überrascht mich, dass Jackson hinter Hering spielt. Hering eine klassischere Nummer 6. Ich hätte da wahrscheinlich Hering nach hinten genommen und Jackson nach vorne. Aber Glenn weiß schon, was er mit seinem Team macht. Übrigens auch heute Nachmittag Nationalliga B Spieltag. Weshalb, weiß ich nicht. Aber es spielt tatsächlich deren Dingen gegen Worb, Walperswil gegen Zürich und Luzern gegen Schlieren. Aber das ist jetzt zuerst mal Svenja Völmli gegen die andere 17, gegen Rocher. Rocher macht das doppelt gut, aber Schnieder setzt nach. Gut gemacht von Fabienne Rocher. Und das ist Kehl. Was macht Chiara Kehl? Sie spielt Bienz in die Füße. Bienz muss zurückspielen zu Jackson. Ja, Luzern will Ruhe in diesem Spiel. Nur noch 10 Minuten, da lässt man sich doch nicht dupieren. Der Ausgleich soll nicht kommen. Der Ausgleich soll nicht kommen. Und das ist Hadorn. Hadorn mit Bienz. Bienz macht das gut. Und das ist Djokic. Djokic
zu Cescato, aber etwas zu steil. Ja, Dalibor, Romy ist nicht mehr im Spiel. Sie wurde schon ausgewechselt. Sorry, Bro. Noch 6 Minuten, reguläre Spielzeit. Pando holt einen Neckball. Doppelwechsel bei Rapperswil. Gersta und Rocher gehen raus. Ins Spiel kommen Carissa Meyer und die Nummer 4. Ja. Ohne Mannschaftslisten ist das schwierig. Die Nummer 4 kommt rein. Wenn einer von euch weiß, wer das ist, lasst es mich wissen. Hier in den Kommentaren. Ja, Manat heißt sie. Venslana, schwieriger Name, um sich das ad hoc zu merken. Aber das da erstmals Flühler, die daneben greift, aber kein Kopfball von Luzern. Und aus der aus dem Rückhalt von Kennel. Gut gemacht von Flavia von Kennel. Neben dem Abschlussversuch war das vor allem auch ein Entlastungsversuch von Flavia von Kennel. Noch 5 Minuten reguläre Spielzeit. Kann Luzern das mit nach Hause nehmen oder gehen wir in die Verlängerung? Ich weiß schon, was meine Vorliebe wäre, sage ich euch aber nicht. Das ist Rocher. Rocher mit dem langen Ball für Meyer. Hadorn geht dazwischen. Das ist Schnieder. Schnieder wird gedoppelt und Cavelti holt sich den Ball. Aber Jackson klärt und so muss Cescato zurückspielen. Das ist Kehl. Kehl verliert den Ball und Bierns holt sich den Einwurf. Bierns wirft schnell ein für Völmli. Völmli hat Platz. Was macht Svenja Völmli? Spielt ab für Lin Hering. Hering mit links und Tor. Da ist es. Die Entscheidung. Michael Schnieder tut sich noch weh, aber das war wichtig, dass sie das macht, weil so kommt Lin Hering zum Tor. Und ja, ich werde lügen gestraft, denn Hering schießt das Tor und ich habe gesagt, sie hat nicht so viele Offensivqualitäten. Die Entscheidung für Luzern in der 87. Minute. Das 4:2. Ja, gut, es sind noch 3 Minuten zu spielen plus Nachspielzeit. 2 Tore. Hätten da noch Platz. Was wird Rapperswil machen? Werden sie alles nach vorne werfen? Das ist Pando. Und das ist Manat. Und das ist Schnieder. Und das ist Abseits. Abseits ist doch das, was ihr hört, was ihr seht. Abseits, das einzige richtige Zuhause für den Schweizer Frauenfußball. Alle anderen, puh, was? SRF? Nö. Watson, weshalb? Abseits, das richtige Zuhause hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf Soundcloud und auf Spotify. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Nächste Woche gibt es schon wieder Spiele. Rapperswil tritt an gegen das Frauenteam Thun Berner Oberland und Yverdon gegen Aarau. Wir werden versuchen, euch mindestens eines dieser Spiele zu zeigen. Dann natürlich unser Podcast, wo wir die ganze Women's Super League bearbeiten und natürlich auch den Cup kommentieren für euch. Also bleibt dran, Abseits, das Zuhause für den Schweizer Frauenfußball. Das ist Rocher. Rocher köpft den Ball weg. Noch 2 Minuten reguläre Spielzeit. Sehen wir hier noch ein Tor? Völmli, Völmli. Verliert das Duell gegen Rocher. Fabienne Rocher, gute Spielerin. Sehr, sehr gute Spielerin sogar. Ließ Yverdon verzweifeln und lässt auch heute. Der Wechsel, Michel Schnieder geht raus. Für sie kommt Nicole Scherer. Scherer mit wenig Einsätzen in dieser Saison. Eigentlich schade, Nicole Scherer. Ab und zu für die U19 gespielt. Aber die U19-Saison wurde ja auch unterbrochen. Nicole Scherer hätte natürlich auch zum Team von Alea wechseln können.
Nationalliga B, FC Luzern Frauen. Da hätte sie wahrscheinlich mehr Einsatzzeit. Aber die goldenen Momente hier in diesem Team, die sind es halt wert, mal länger zu warten. Der Eckball von Pando. Pando zieht ihn direkt und Flühler hat den Ball. Flühler will das Spiel schnell machen. Flühler findet nur leeren Platz. Jackson. Jackson zu Klotz. Und wir kommen zu den letzten 30 Sekunden reguläre Spielzeit. Jetzt müsste der Anschlusstreffer fallen. Klucker will das ermöglichen mit dem Pass zu Cavelti. Cavelti, aber sehr, sehr clever von Von Kennel. Klotz macht es dann wieder schwieriger für Von Kennel. Und die muss das wieder ausbaden. Ja, so viel zu österreichisch-schweizerische Freundschaft. Ne? Klotz macht das Ganze nochmal schwierig für Von Kennel, nachdem sie es schon geklärt hatte. Eckball. Wenn jetzt das Tor fällt, könnte es nochmal spannend werden. Der Schiedsrichter wird dann wahrscheinlich noch eine Minute mehr drauflegen. Kehl bringt den Ball in den Herzen des Strafraums, aber niemand kommt dran. Carissa Meier. Meier versucht noch was zu machen. Meier an der Grundlinie. Meier! Aber entwaffnet von Laura Hadorn. Carissa Meier gibt ab an Kehl. Kehl wirft ein und das ist Manard und Luzern hält den Ball im Spiel und Roche, schon wieder ein Duell gegen Völmli gewonnen. Roche lässt sich einschreiben in die Liste der Albträume von Svenja Völmli. Jackson mit dem Foul an Klucker. Klucker bekommt den Freistoß. Und eine Minute schon nachgespielt. Kehl wird den Ball bringen. Kehl. Ah, mit zu ungenau. Gut geklärt von Sabina Jackson. Das ist Spieser. Versucht nochmal, den Ball reintröpfeln zu lassen. Das ist Cavelti. Cavelti setzt sich durch und schon wieder von Kennel. Aber abseits pfeift der Schiedsrichter. Abseits, das, was ihr hört und das, was ihr seht, vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf Soundcloud und auf Spotify. Ja, Luzern, mit deinem blauen Auge davongekommen, kann man so sagen, gewinnt hier wahrscheinlich mit 4:2, gut, aber nicht so gut, wie sie es wohl wollten. Rapperswil hat sich aufgebäumt, aber wie schon gegen Yverdon haben sie die Tore nicht geschossen. Das ist Pando, das könnte der Hattrick sein und das ist er! Irina Pando mit dem Hattrick! 3 Tore für die Nationalstürmerin, 3 Tore für eine der besten Spielerinnen der Liga, der Versicherungs Women's Super League. Irina Pando mit dem Hattrick! Den hat sie mir geschuldet, hatten wir ausgemacht, dass sie noch für mich ein Hattrick schießen muss, bevor sie ins Ausland geht. Und das macht sie hier, Irina Pando. Glenn Meyer kann eine weitere Runde Cup spielen. 5:2 das Resultat. Und ich nehme an, das ist jetzt das Schlussresultat. Luzern kommt eine Runde weiter, da wo schon Servette Basel und Zürich warten. Da wo vielleicht Yverdon oder Lugano warten. Da, wo Thun oder Concordia Lausanne warten, da, wo Küsnacht oder Grasshoppers warten und da, wo Appenzell oder Balerna warten. Dass das Spiel Luzern nicht über alle Zweifel erhaben, aber gewinnt dann doch deutlich mit 5:2. Rapperswil mit einer guten Aufbäumphase hätten sie das Unentschieden geholt, den Ausgleich hätten wir vielleicht eine spannende Verlängerung gesehen. Luzern souverän. Schließt ab. Svenja Völmli mit einem guten Spiel. Irina Pando mit einem Hattrick. Lynn Hering hat getroffen. Alena Bienz hat getroffen. Auf Seiten von Rapperswil. Trajkovska und Gerster per Penalty. Die Torschützinnen. Ein gutes Spiel. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vergesst nicht nächste Woche Yverdon gegen Aarau und Rapperswil gegen Thun. Da werden wir versuchen, euch mindestens eines dieser Spiele live zu zeigen. Abonniert also unseren Channel. Ich danke euch fürs Zuschauen, für die Treue hier
aus dem Kunstrasen in Rapperswil. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Nachmittag. Danke, tschüss zusammen.